Der Fahrdienst holt sie morgens ab und bringt sie nach der Schule wieder nach Hause. Vera ist 14 Jahre alt. Sie kann den Schulweg nicht alleine bewältigen. Wie war es in der Schule? Gut. Okay. Siehst du dich bitte aus? Ja. Sie kann keine Uhr. Sie versteht morgens, mittags, abends auch als Zeitansage nicht. Sie verhaspelt sich in Dingen, die sie erledigen soll. Also sie kann in den Keller gehen, sie versteht alles. Um etwas hochzuholen, ist dann unten, vergisst es, weil sie was anderes sieht und kommt mit was anderem hoch. Vera ist adoptiert, sie kommt aus Russland. Ihre leibliche Mutter hat während der Schwangerschaft Alkohol getrunken. Die Folge: fetales Alkoholsyndrom bei Vera. Die Diagnose stellte Professor Hans-Ludwig Spur von der Berliner Charité. Er ist einer der wenigen Experten auf dem Gebiet der sogenannten fetalen Alkoholspektrumstörungen. Da gibt es die klassische Form des fetalen Alkoholsyndroms, FAS. Das ist das Vollbild mit einem typischen Gesicht, mit einem zu kleinen Kopf, Mikrozephal, mit kognitiven Störungen und vor allen Dingen exekutiven Funktionsstörungen. Sie kennen keine Gefahren, die springen immer vom hohen Baum sofort runter, ohne Rücksicht. Also das sind exekutive Funktionsstörungen. Sie haben kein Arbeitsspeichergedächtnis. Sie können das Wichtige vom Unwichtigen nicht trennen. Und sie sind wachstumsgestört. Auch Veras leibliche Schwester Luba, sie ist 16 Jahre alt, hat die Diagnose FAS. Bei ihr ist die Störung weniger stark ausgeprägt. Luba ist normal intelligent, besucht eine Regelschule, doch auch sie hat Probleme. Ich merke oft, dass ich bei manchen Sachen sehr lange brauche. Beim Denken oder auch wenn jemand jetzt sagt, so ja, hey, ich brauche jetzt mal das und das ganz schnell, dann schneide ich das erstmal 5 Minuten später mit, sodass dass die Person was von mir wollte. Und das ist halt manchmal sehr schwer. Das ist halt so, dass ich manchmal so träge bin. Die dritte Tochter, Nina, wird bald 6 und sollte eigentlich dieses Jahr in die Schule kommen, doch sie wurde zurückgestellt. Wie ihre Schwester Vera ist auch sie nicht altersgerecht entwickelt. Alkoholkonsum während der Schwangerschaft, eine Gefahr für das Kind, die von vielen Schwangeren unterschätzt wird. Selbst geringe Mengen können schaden. Denn Ungeborene haben noch keine voll funktionierende Leber, die den Alkohol abbauen könnte. Was macht der Alkohol? Er ist ein Zellteilungsgift. Er trifft das am meisten wachsende Organ im Körper, und das ist das Gehirn. Etwa in der Mitte der Schwangerschaft besteht das Baby aus 50% aus Kopf, und da baumeln 2 Ärmchen und Beinchen dran. Und dieses rapide Wachstum des Gehirns wird durch den Alkohol gestört. Wie viele Kinder betroffen sind, lässt sich nur schätzen. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung geht von 10.000 im Jahr aus. Sicher ist, viel zu viele Schwangere trinken. Wir haben ja eine Umfrage der privaten Krankenversicherung, die kommt zu dem Ergebnis, dass 1/5 der schwangeren Frauen regelmäßig Alkohol in der Schwangerschaft trinken. Und ausgerechnet diejenigen, die es besser wissen müssten, nämlich die Frauen mit einem höheren Bildungsgrad, trinken im Verhältnis mehr bzw. regelmäßig. Verpflichtende Warnhinweise, wie sie zum Beispiel in Frankreich üblich sind, lehnt sie trotzdem ab. Wir haben das immer wieder diskutiert. Ich habe dazu auch Gespräche geführt, Termine gemacht. Aber wir haben bisher keinen Nachweis oder Beweis, dass diese Piktogramme alleine wirken. Marlene Mortler setzt vor allem auf Informationskampagnen, um über die Folgen von Alkohol während der Schwangerschaft aufzuklären. Für Vera sind diese Folgen hart. Sie hat einen IQ von 70. Also sie wird, so wie es jetzt aussieht, nicht mal den Förderschulabschluss schaffen. Das ist also, sie ist immer noch in Mathe auf einem Stand von 2. Klasse. Ist also auch aus der Notengebung rausgenommen und in Deutsch, naja, auch mehr schlecht als recht. Also die grundlegenden Dinge fehlen ja einfach schon. Dieses fetale Alkoholsyndrom ist nicht heilbar.
Wir können eine frühe Diagnose stellen, damit wir früh beginnen, den richtigen Weg zu finden für das Kind. Betreuung, Begleitung, andere Schule, Förderschule. Aber man kann es nicht heilen. Veras große Liebe sind Pferde. Beim Reiten lernt sie, sich zu konzentrieren und vor allem, es gibt ihr Selbstbewusstsein. Pferde sind tolle Tiere. Da ist man groß und man hat halt eben auch, man muss auch etwas mehr Erfahrung haben mit dem Pferd. Sie kann mit dem Pferd umgehen, eines der wenigen Erfolgserlebnisse, die Vera in ihrem Alltag hat. Es sollte schon einfach mehr informiert werden. Und man hört immer noch heutzutage auch von schwangeren Frauen, die von ihren Gynäkologen empfohlen kriegen, gegen Kreislaufschwäche doch mal ein Gläschen Sekt zu trinken. Das sind so No-Gos. Ja, ich denke, da muss wirklich mehr Aufklärung noch passieren. Und dieses einfach mal wegschauen, wenn eine Schwangere trinkt, man sollte sich darauf ansprechen. Vera wird nie ein selbstständiges Leben führen können. Sie wird immer auf Betreuung angewiesen sein. Das wäre vermeidbar gewesen.